Shalom, Hayom, Chaverim. Diese Shiur, diese kleine Shiur, soll der Abschluss sein für unsere Woche, in der wir uns über Tfilah mit Ruach HaKodesh, mit dem Geist des Heiligen gelobt sei er, und mit Feuer gesprochen haben. Das ist ja mit einer der größten Dinge, die jemals geschehen sind auf dieser Erde. Und wir kennen ja die Stelle, wo Johannan angekündigt hat, ich mache Tfilah mit euch mit Feuer, mit Wasser. Und der nach mir kommt, ja, er wird machen mit euch Tfilah mit Ruach Gottisch und mit Feuer. Ja, und einiges haben wir schon darüber gehört. Und heute wollen wir sprechen mit Tfilah Gdula. Ja, große Tfilah, so nennen wir das. Ja, warum groß? Ja, es ist halt die größte Macht, die es gibt. Die ist im neuen Bund verankert. Und was ist groß und was ist klein? Die Welt ist klein, nicht? Gott ist groß. Und gut, wir wissen, diese Welt, die ist bemessen, die ist definiert, hat ihren Anfang, hat ihr Ende. Und dann irgendwann kommt eine neue Zeit. Es gibt einen neuen Himmel, neue Erde. Und wir sind alle verwandelt dann in das Angesicht Gottes. Und werden gemeinsam mit dem Mashiach eben sitzen, feiern. Und ewiger Schabbes wird sein. Da sind wir sozusagen mit Feuer, ja, Tfilah gemacht. Ja, dann hat Yeshua Melech HaMashiach mit uns allen die Tfilah mit Feuer gemacht. Und das ist einmalig. Und das ist so groß, dass wir dann uneingeschränkt die Liebe Gottes genießen können. Ja, und auch einander. Das ist so groß. Und so gibt es eben Kohen Gadol, den großen Priester. Ja, aber er ist groß. Das ist eben der Priester in Ewigkeit. Darum heißt er eigentlich groß. Denn der wahre Große ist derjenige, der uneingeschränkt in Ewigkeit Gott dient. Das ist dann, was wir glauben, Hu Yeshua HaMelech HaMashiach Kohen Gadol. Boom. Genau, das ist ja der Punkt überhaupt. Nun, Yeshua Melech HaMashiach hat nun diese Ankündigung von Johannan auf eine bestimmte Art und Weise auch selbst formuliert. Und wir wollen darüber heute ein bisschen sprechen. Ja, keine Überraschung, nicht? Das ist die Rede, die Rede ist wovon? Von Matthäus 28, Verse 19 bis 20, die berühmte Sendung des Königs. Ja? So sehen wir das, so nenne ich das ja auch gerne. Denn es ist ja kein anderer, der sendet, als der König selbst. Ja? Nun, darüber sprechen wir noch explizit, was es bedeutet, den König sendet. Aber zunächst einmal lesen wir mal kurz den Text. Geht nun hin zu allen Völkern und lehre sie Torah. Und macht sie zu meinen Talmidim und macht mit ihnen Tfilah im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ruach HaKodesh und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ja, und ihr merkt schon, dass ich hier übersetzt habe auf eine jüdische Art. Nicht? Also, das sind Talmidim, das ist doch, er schickt sie nicht irgendetwas zu lehren, ja, also Mathematik, Physik, nicht teurer, ne? Was denn sonst? Sonar ist das Licht, das ist sie. Und das ist die Macht des Mashiach. Und wie man sie lehrt und wie man es tut, das hat Yeshua Melech Mashiach seine Talmidim gelehrt. Und das sollen sie auch weitergeben. Darum gehen sie dahin. Und bevor man den Mashiach überhaupt annehmen kann, muss man Torah können. Darum geht vorher, lehrt sie Torah und dann sind sie meine Talmidim. Naja, manchmal denkt man, das machen wir ein bisschen früher. Ich bin erstmal der Jünger und dann lerne ich Torah. Ja, gut. Vielleicht klappt es auch manchmal nicht. Aber ich sage euch, man sollte das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Man muss immer mit dem Anfang beginnen. Und der Anfang ist nun mal eine Torah. Und das heißt im Anfang schon Gott, die Himmel und die Erde. Ja. Hm. Wisst ihr, das ist so komplex alles zusammen. Ja, ich muss aber jetzt innerhalb von 15 Minuten alles ganz einfach erzählen. Das werde ich also auch machen. Denn die Wurzel von allem ist natürlich der Name von Hashem. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und die Yeshua Melech HaMashiach, er hat zur Aufgabe, alle Dinge zu vollenden. Und wann ist es vollendet? Denn alles, was erschaffen ist, verbunden ist mit Hashem. Nun, der ewige Gelobt sei er, ja, sagen wir, und wir sagen, der heilige Gelobt sei er. Beides ist ja richtig. Das sind zwei Aspekte des einen Gottes. Der heilige Gelobt sei er, der unerforschliche. Nein, eine, ja, der Akadosh Baruch Hu, der höchste Gott, ne, ist ja ganz klar. Und er wirkt mit seinem Namen und der Name des ewigen Gelobt sei er manifestiert sich in dieser Welt durch seine Werke. Und wir erkennen eben in Hashem, ja, in verschiedenen Namen, aber der Name über alle Namen ist Name Yod-Heh-Waf-Heh. Das ist so der. Und so wie es geschrieben ist bei Yohanan, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort
war Gott und alles ist du dasselbe erschaffen. Oh ja, das ist das Wort ist Gott, das ist der Name Gottes. Nur dieses eine Wort, ja, bezeichnet den Namen des ewigen Gelobes, er. Und er und sein Name sind eins. Punkt. Ja, und die Schurmille Ramashiach, was ist sein Sinn? Die Heiligung des heiligen Namens, das ist das Ziel. Und wann ist es erfüllt? Naja, wenn eben alles Erschaffene zurückgekommen ist, in ewige Beziehung steht zu Hashem, dann lebt es in Ewigkeit. An jenem Tag wird er und sein Name eins sein. Das ist ein ganz berühmter Satz in Israel. Und so hat die Shlomo Melech HaMashiach etwas Wunderbares formuliert hier. Und hat mit Trinität überhaupt nichts zu tun, forget it. Ja. Nein, wir kennen alle den heiligen Namen YHWH. Vier Buchstaben, vier. Die ersten zwei Namen, JH, was ist, bedeutet dieses JH? Das ist auch schon der Name Ja. So, Ja. Betruba Adonai, Adayat, Betruba Adonai, Adayat, Gebe Ja Adonai zur Olami. Kennen wir nicht? Denn durch den Namen Ja hat Gott die Welten erschaffen. Welten, zwei Welten. Diese Welt, künftige Welt. Welten. Durch den Buchstaben J, die künftige Welt. Durch den Buchstaben Hey, diese Welt, alle zusammen, eine Welt. Halleluja. Das ist eine Besonderheit, ja. Ja ist der Kopf des heiligen also Namens sozusagen. Und der ewige Gelobte, er, Hu Mikwe Israel, so hat Jeremia das formuliert. Der ewige ist die Hoffnung Israels und wir wissen auch, haben wir schon bei Gabriele gehört, ne? Der ewige ist die Mikwe Israels. Also, ja, da gibt es in der Mutter so eine schöne Stelle, nicht? Man geht ins Wasser und natürlich man macht Tfilah, Wasser logisch, nicht? Man wird bereinigt, immer bereinigt von den Sünden, ehe man sich heiligen kann, also geht ins Wasser. Und dann muss man sich besinnen, nicht? Wer reinigt euch, Israel? Wer? Wasser? Hat Wasser Kraft ohne Gott? Nein. Nur Hashem, er persönlich, er reinigt, darum geht's. Also die wiederherstellende Beziehung zu Hashem, das A und O, ja, und das bedeutet, dass man, der Mensch nimmt auf sich dann die Verantwortung für die Torah und für die Gebote und so weiter, alles richtig. Nun, es gibt Gebote für Israel, Gebote für die Noachiden, ich möchte das alles nicht wiederholen. Fakt ist, dass Hashem möchte mit allen Menschen eine innige Beziehung haben. Und dann hat er gesagt, hat die Shlomo HaMashiach gesagt, hat gesagt, und im Namen des Sohnes, ja, er ist der Sohn, und der Ruach HaKodesh. Nun, wisst ihr, die besondere Beziehung Israels zu seinem König ist nämlich die, er ist unser Haupt, wir sind sein Leib. Wir, das ist Knesset Israel. Knesset Israel. Ganz Israel ist Knesset Israel. Und der sichtbare Teil von Knesset Israel, das ist die Generation, in der wir leben. Also wir, die Lebenden heute, die Atmenden jetzt. Ja, wir sind der sichtbare Teil von etwas viel Größerem. Das ist Knesset Israel, die Gemeinschaft Israels. Wenn die Torah lesen, dann sehen wir Knesset Israel, die Gemeinschaft Israels, wo in der Wüste und der heilige Jerobsam in seiner Wolke, ja, beschützt sie, beschirmt sie, bewacht sie und führt sie, leitet sie und er wohnt in ihnen. Ja. Puh, wunderschön, ja, das war eine herrliche Zeit. Nicht? Der heilige Jerobsam, er, ja, war unser guter Hirte. Und Israel, man könnte sagen, war auch der Thron Gottes. Alles kann man dort kennen. Alles lernen wir auch von dort, wenn wir auch über heute sprechen. Darum, nicht? Wir, Knesset Israel, haben einen König. Also der ewige König, der wahre König, von dem Moshe Rabbeinu ja gesprochen hat. Nach mir kommt einer, auf den sollt ihr hören. Das ist derjenige, der den Weg vollendet. Ja? Den Weg, den Moshe Rabbeinu begonnen hat am Sinai, ja, denn wir hatten die Tfilah gemacht auf Moshe Rabbeinu, ja, im Schilfmeer und mit Ruach HaKodesh, ebenso doch unter der Wolke der Herrlichkeit. Die Wolke der Herrlichkeit ist die Shekhinah, ist Hashem selbst. Ja. Das war eine herrliche Zeit und nun hatten wir den Stand ja verloren, deswegen soll es eine Wiederherstellung geben und noch Wachstum. Ja. Und diese völlige Einheit zwischen dem Volk und Hashem haben wir in der Wüste eben doch nicht erreicht. So. Es gibt diese Stelle und 10-mal habt ihr mich verärgert, nicht? Sinngemäß. Nun, ja gut, ich bin so ruhig, wisst ihr was? 10-mal in 40 Jahren, okay?
Okay? 10 Mal in 40 Jahren, nicht mehr. Nun, Herr Chef, ja, Hashem hat es genug, hat schon gereicht. Ich dachte, ja, das reicht. Na gut, also müssen wir warten auf den Mashiach. Und er soll uns wieder zusammenbringen, in Einheit bringen. Und nicht nur Israel, sondern Israel und alle Menschen. Das wird dann erfüllt werden, nicht wann? Am Tag des jüngsten Gerichts. Also die Einheit zwischen dem König und seinem Volk, ja, das wird erfüllt. Wenn nämlich, ja, die ganze Welt angenommen hat, dass der ewige Gelobte, er Yeshua Melech HaMashiach, gesandt hat. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann ist die Beziehung zwischen dem König und dem Volk hergestellt. Das ist die Verbindung zwischen dem Buchstaben Waf im Namen des heiligen Gelobter Er, dem Buchstaben He im Namen des heiligen Gelobter Er, Buchstaben Waf, Mashiach, Buchstabe He, Knesset Israel, Klal Emunim, Gemeinschaft der Gläubigen, alles zusammen. Wir sind dann der Buchstabe He, das ist sozusagen der Thronwagen Gottes auf Erden. Ja, He und Waf zusammen, eins, wunderbar. Wenn das geschehen ist, verbindet sich Waf und He mit Jod He. Mit unserem Vater im Himmel. Das nennt man Kiddush Hashem, Heiligung des heiligen Namens. Wenn das alles erfüllt ist, wunderbar, was ist dann? Neuer Himmel, neue Erde, das ist es. Das ist dann die Tfilah mit Feuer. Feuer. Bitte, natürlich, wir verstehen keine Streichhölzer, nicht? Nee, nee. Auch nicht die Feuer von der physischen Sonne, die es auch heißt. Aber das ist es nicht. Nein, wir begreifen gar nicht, was Feuer wirklich ist. Überhaupt nicht. Denn der Gott nennt sich Feuer. Was können wir über Gottes Natur sagen? Der Sinn davon, von dem Begriff Feuer, ist Verwandlung. Von einem Zustand in einen anderen. In dieser Welt vernichtet Feuer. In dieser Welt wird es zu Asche. Asche ist dann zu nichts mehr zu gebrauchen. Dort wächst gar nichts. Tot. Das ist Asche. Deswegen gibt es vernichtendes Feuer. Das ist das Feuer des Gehenom. Da ist kein Leben mehr. Da kommt keine Frucht mehr raus. Aber wenn Hashem sich selber Feuer nennt, ui, 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 soll es vernichten? Nee. Wisst ihr, das Wort vernichten auf Hebräisch und das Wort vollenden ist identisch. Genauso wie das Wort essen. Alles wird geschrieben mit Aleph, Chaf und Lamed. Also, wenn Hashem sagt, ich habe dich zu fressen gern, ne? Dann wird er dich nicht mit Feuer Tfilah machen. Ja, und deine Seele wird sich verbinden mit ihm und du bist eine Kerze. Er aber ist die Sonne, sozusagen, ne? Ja, und der heilige Gelobte, er wird dich dann, ja, ich sage das zu meinen Kindern, vergessen mal duckeln. Er wird dich einfach auffressen. Aber du wirst dabei eben nicht dein Ich verlieren, sondern dein Ich bekommt eine neue Qualität, auf das du den ewigen Gelobter erkennst, wie er dich erkennt. Boah, das ist die Tvila mit Feuer. Darum ist es eigentlich die Vollendung des Weges. Diejenigen, die heute herumschreien, nicht, ich bin getauft mit dem Heiligen Geist und ich bin getauft auch mit Feuer. Ach, Kinderchen, nicht, ich wünsche euch das alles. Aber ich denke, kommt zurück zu den Wurzeln. Das ist schon mal nicht schlecht, mit dem richtigen Wasser zu helfen, mit dem Wasser vom Himmel. Ja, das ist nicht wenig. Da kriegst du einen starken Geist, also, so wie Israel. Denn das ist der Anfang, das ist die Voraussetzung, die Fähigkeit, jeden Tag zu beten, nicht nur Sonntag. Nicht? Nee, 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 Sonntag ist zu wenig. Komm, beten wir doch mal jeden Tag, dreimal am Tag. So machen wir das, nicht wahr? Wir sollten das den Mönchen nicht überlassen. Nichts gegen die Mönche. Die machen das sehr gut. Ja? Die machen das schon ganz, ganz gut. Wir machen das halt dreimal am Tag. Und gut, wenn du möchtest, können wir es auch um Mitternacht auch gerne machen, nicht? Abgesehen, im Prinzip, das sind wesentliche Teile. Wir können auch den ganzen Tag Teure lernen. Können wir auch machen. Wenn du das alles durchhältst, dann, so Gott will, öffnet sich der Geist für die Lehre des Maschiach. Und die Lehre des Maschiach ist eben die Lehre von dem heiligen Namen. So wie das in dem vorpriesterlichen Gebet von Yeshua Melech HaMashiach, Yochanan 17, steht: Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Ja? Den Namen des heiligen Gelobt sei er. Kein Jahwe, kein Jowe und sonstiges Jahwes. Nein, der heilige Name Gelobt sei er. Das muss man lernen. Und so Gott will, haben wir dann ein Nest und dann kommt die Taube
Und der heilige Lob sei wird uns unterrichten durch Yeshua HaMelech HaMashiach. Ich möchte euch auch jetzt etwas verraten, in Anführungsstrichen. Es gibt nämlich eine Yeshiva des Mashiach. Eine Yeshiva ist eine Schule, oder hohe Schule, sehr hohe Schule, denn Mashiach ist sehr hoch. Also die große Schule des Mashiach, okay? Die Yeshiva des Mashiach. Die gibt es, ja? Warum? Weil ich das weiß. Weil das ist eine der wichtigsten Aufgaben des Mashiach, die Menschen Torah zu lernen. Gottesdienst zu tun und die Menschen mit Torah zu versorgen, mit Einsicht und Erkenntnis. Und dann gibt es noch andere Aufgaben. Er ist auch eben der gute Hirte und er ist auch eben der Hüter des Weinberges. Gar keine Frage. Und er ist auch König. Ja. Und wenn wir treu sind, dann kommt er zu uns hinein und wird mit uns das Brot brechen. Das heilige Mahl. Auch darüber werden wir zur gegebenen Zeit sprechen. Und heute wünsche ich uns allen, dass der ewige Lob sei uns alle begabt in seinem Geist der Weisheit und der Erkenntnis, damit wir zusammen in Einheit kommen, im Glauben und Erkenntnis des ewigen Lob sei er und seines Gesalbten, Yeshua HaMelech HaMashiach. Kommt bald wieder, schaltet euch dazu ein, der ewige Segen euch. Shalom Hayom.